Französisches Theater steht demnächst in Graz auf dem Programm. Das Stück nennt sich In der Einsamkeit der Baumwollfelder und gilt als eines der Meisterwerke des französischen Dramatikers Bernard-Marie Kolte. Ein Drama über die Sehnsucht des Menschen nach Nähe. Schlagen Sie es mir also. Ich bitte Sie, nicht ab. Das Ziel Ihres Fieberns, Ihres Blicks auf mich zu sagen, mir den Grund zu sagen. Zwei Männer, Dealer und Kunde, treffen mitten im Nirgendwo aufeinander, verhandeln über etwas Undefiniertes, sind beide getrieben von einer konturlosen Sehnsucht. Ich kenne keine Dämmerung und keinen Wunsch und ich will von den Unebenheiten meiner Wegstrecke nichts wissen. Regisseur Ernst M. Binder reduziert das Stück auf seine messerscharfe Sprache, setzt zwei einsame Figuren auf der Suche nach Liebe einander aus. Was die Stärke dieses Textes ausmacht, das Zurückgeworfenwerden auf sich selber, das Akzeptieren dieser ständigen Sehnsucht und vielleicht auch zu akzeptieren, dass der Sinn vom Leben nicht darin bestehen kann, irgendwo anzukommen, sondern ständig auf der Suche zu sein. Wenn es nicht das Unehrenhafte der Flucht ist, was Sie am Fliehen hindert, warum fliehen Sie nicht? Seien Sie auf der Hut vor dem Kunden. Ergibt sich den Anschein, nach einer Sache zu suchen, während er eine andere will, von der der Verkäufer nichts ahnt, die er schließlich bekommen wird. Eigentlich ist es ein Gespräch über die Anbahnung einer Liebesaffäre. Keiner rückt am Anfang ganz genau raus damit, was er eigentlich will. Jeder hält sich bedeckt und vielleicht fällt man dann irgendwann im Dunkel der Nacht übereinander her, was ich jedem wünsche. In der Einsamkeit der Baumwollfelder hat am 29. Februar im Drama Graz Premiere.